Hallo meine lieben Schätzleins, alle die so nicht genannt werden möchten. Willkommen zu einem, ja, endlich neuen Review der G-Shock Mudmaster. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen scharf. Egal, ihr wisst, G-Shock baut große Uhren. Und ich nehme sie jetzt mal ab, weil sie mich vor allen Dingen, ich meine, sie gibt es natürlich schon länger, aber man hat hier in dieser neuen Version etwas eingebaut, dass ich, also sagen wir es mal so, ich habe mich für eine besondere Farbvariante hier entschieden und diese Farbvariante, die finde ich sowas von gelungen. Das ist mit einer der schönsten G-Shock, die ich habe. Und das meine ich wirklich so, weil ich habe sie angezogen und fand sie sofort absolut wunderschön. Und woran liegt das? Es liegt natürlich zum einen an der Farbe. Ihr erinnert euch mal an mein Wacken-Video. Ja, da hatte ich ja schon eine G-Shock mit. Die war in so einem knalligen Rot. Ne? Hier haben wir jetzt die Mudmaster, die in so einem Bordeaux-roten Armband kommt. Und der Wahnsinn dazu ist, was jetzt neu vor allen Dingen ist, ist, dass so eine Art Metall-Look dazu gekommen ist. So eine Art Metall-Case um die Uhr herum als Gehäuse, als zusätzliches Gehäuse. Und das implementiert auch ebenfalls mit so einem, ja, das ist so ein kupferroter Bronze. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das für eine Farbe ist. Ist so ein harmonisches Bild, dass egal, wem ich die Uhr zeige, also auch meine Frau und so weiter, sagen sofort, boah, Wahnsinn, die sieht aber gut aus. Die fällt wirklich richtig auf durch diese zusätzlichen Elemente. Und das macht sie auch für mich so, ja, hervorragend, auch im Alltag tragbar. Das könnt ihr auch tatsächlich zu relativ viel kombinieren, weil es ist letztendlich ein Rot, das jetzt nicht aufdringlich ist. Ja, also ich sag mal, die ich in Wacken mit hatte, das war ja so ein Bam in your face. Auch total genial. Ja, aber das ist so, das ist schon fast elegant. Und deshalb finde ich die außergewöhnlich, diese Uhr. Und die Mudmaster ist ja schon immer eine Uhr gewesen für den harten Einsatz. Ganz ehrlich, ich gehe mit dieser Uhr laufend raus, auch ins Jagdrevier. Ihr wisst, ich bin Jäger und ich bin da nicht so der traditionelle Jäger. Bei mir ist alles sehr modern und dementsprechend trage ich auch zum Beispiel sehr, sehr gerne meine ganzen G-Shock-Modelle. Und die Mudmaster ist ja wirklich für, ich sag jetzt mal, Outdoor und harten Einsatz gemacht. Ihr seht da schon, wie alles geschützt ist hier. Sie hat im Übrigen Saphirglas, was ich total feiere. Sie hat 3 Sensoren, die natürlich interessant sind. Das ist einmal Barometer, Thermometer, Höhenmesser. Brauche ich jetzt im täglichen Einsatz nicht, was immer ein bisschen, aber das ist in der Natur der Sache ein bisschen nachteilhaft ist, wenn ihr jetzt auf Thermometer geht, auf Thermometer geht. Dann habt ihr natürlich die Wärme am Arm, nicht die Umgebungstemperatur. Das heißt, ihr müsst sie kurz ausziehen, müsst sie dann irgendwo hinhängen und dann wisst ihr, welche Umgebungstemperatur ihr habt. Natürlich habt ihr auch einen Kompass und das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man mal unterwegs ist und wirklich rein nach Kompass ein bisschen navigieren möchte. Zusätzlich natürlich Solarfunktion, zusätzlich Bluetooth, sodass ihr die Uhr ein wenig konfigurieren könnt über die App mittlerweile. Das ist ja heutzutage alles schon meistens über Smartphones etc. geregelt, sodass ihr sehr, sehr einfach bestimmte Dinge einstellen könnt. Was ich auch ganz praktisch finde, ihr habt hier so einen Location-Indikator. Das heißt, ihr setzt einmal euren Standpunkt, wo ihr wart, ja, lauft los und könnt mit einem Druck im Prinzip euch die Richtung zu eurem, also Rückweg, also da zu eurem Ausgangspunkt anzeigen lassen. Das finde ich echt cool, weil wenn ihr jetzt mal abseits der Wege geht, ich sage jetzt mal, ich als Jäger zum Pirschen, ich meine, klar kenne ich das Revier dann und so weiter, aber selbst wenn man mal das nicht so exakt im Auge behält und man überlegt, wie komme ich denn jetzt am schnellsten, in welche Richtung muss ich denn gehen, zack, einmal gedrückt und dann findet ihr den Weg zurück. Ultra cool. Was ich natürlich absolut noch gebrauchen könnte, wäre einen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Das wäre für mich als Funktion sehr, sehr cool. Aber okay, man kann nicht mal alles haben. Ich habe ja noch eine ganz fette G-Shock, die hat all dies, aber die ist wirklich so groß, dass ich sie teilweise nicht anziehe. Aber die hier ist ein schöner Kompromiss aus diesen ganz, ganz großen und den ganz kleineren G-Shock-Modellen. Klar, ihr...
Ist halt immer die Frage, wenn man so eine G-Shock trägt, braucht man dann einen Riesenarm? Eigentlich ist es eine Outdoor-Uhr und dann ist es auch eigentlich kackegal, ob das jetzt bei euch vielleicht etwas groß oder etwas klein aussieht. Klein wird es bei den wenigsten aussehen. Das ist eigentlich für mich als Funktion, wenn ich wirklich sage, das ist für mich eine Outdoor-Uhr, sekundär. Natürlich setzen wir alle unsere Uhren im Outdoor-Bereich auf dem Weg vielleicht zur Arbeit ein und sonst nicht mehr. Ich habe dann vielleicht tatsächlich nochmal hin und wieder einen Einsatz, aber die meisten tragen es einfach, weil sie cool aussehen. Und da muss man einfach gucken. Ich kann euch einfach nur sagen, probiert mal eine G-Shock an. Die meisten G-Shock-Modelle sind an sich gar nicht so riesig, wenn man sie einmal am Arm trägt. Ich habe schon Leute mit schmalen Armen gesehen, die eine G-Shock tragen und da sieht das gut aus. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich glaube, die Möglichkeit habt ihr überall mittlerweile, mal eine G-Shock an den Arm zu legen. Und es gibt ja auch so viel außergewöhnliche, auch teils limitierte Modelle, dass das echt zu einer Sammelleidenschaft werden kann, die jetzt auch nicht so übertrieben teuer ist. Die Casio G-Shock hier kostet 799 Euro. Und jetzt mal ganz ehrlich, mit der Ausstattung, Saphirglas, mit Kompass, Barometer, Altimeter, Thermometer, also das ist schon absolut für mich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das seinesgleichen sucht. Und in dieser Farbkombination, es gibt die natürlich auch noch in Schwarz, also ganz klassisch. Aber ich finde diese Farbe, ne, in diesem Rot einfach nur wunderschön. Ja. Das ist, ich weiß nicht, sie strahlt wirklich Toughness und Eleganz in einem aus. Und das hat mich an ihr so begeistert. Ist eine Uhr, die ich tatsächlich aktuell sehr, sehr häufig trage. Also die ist auch schon, man sieht es, well in use. Erst gestern hatte ich sie wieder mit. Da wollte ich eigentlich ein paar Aufnahmen machen, habe ich dann nicht mehr geschafft. Aber gestern war sie wieder mit mir im Einsatz im Revier. Und ich bin mal gespannt, was sagt ihr dazu? Gefällt euch gerade dieses Modell in Rot, in Bordeaux-Rot mit diesen Metallelementen genauso gut wie mir? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und lasst uns ein bisschen über G-Shock diskutieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dann später noch nach diesem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt bin ich gespannt auf eure G-Shock-Kommentare.